Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eine weitere neue Folge von House of the Dragon, eine weitere neue Folge von unserem Podcast. Ich bin sehr gespannt, denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge, also die Folge von House of the Dragon, sehr umstritten aufgenommen wird, aber mal sehen. Ich bin auch gespannt, wie wir meine ganzen Talking Points diesmal unterbringen, denn es gibt wirklich viel zu besprechen. Wir, das sind Laura Samide und Lisa Aupermann. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hello. Hallo. Wie immer wollte ich mal kurz noch auf die Kommentare eingehen, die wir zu unserer vorherigen Folge bekommen haben. Und genauso wie wir wurde auch in den Kommentaren darüber spekuliert, wer denn jetzt im Finale von den Zwillingen als letztes gestorben ist. Und in den Kommentaren wurde dann bereits Sir Eric vermutet. Und genauso ist es. Ryan Condal hat das in einem Video bestätigt. Also Rhaenyras Königsguard ist da. Da habe ich mit Marco in seinem Podcast drüber gesprochen. Das habe ich nicht verstanden, warum es da überhaupt einen Zweifel dran gab. Also, weil er sagt ja, you're crazy. Schöner Ding ist, Laura ist mal wieder schlauer als wir alle. Also, wir haben da Mann, voll ey, drüber geredet. Ich bin einmal nicht da und so fort. Ich glaube, einer hatte doch noch so einen Schnitt oder sowas an der Stirn, oder? War das nicht so? Nee, das Ding ist, nein, darüber haben wir doch schon geredet. Das ist ja, aber Laura wird mir das gleich wieder um die Ohren hauen. Absichtlich von der Inszenierung so ist, dass du verwirrt bist und dass auch beide ähnliche Wunden bekommen, sodass du dich auch an den Wunden nicht festhalten kannst. Ich habe da extra nochmal beim dritten Mal angucken drauf geachtet, dass beide am Oberschenkel zum Beispiel auch verletzt sind. Ja, aber es ist doch auch, eigentlich ist es, also ja genau, es ist ja eigentlich aber auch egal, wer wo verletzt ist, weil wenn der Letzte, der steht, Rhaenyra mit Your Grace anspricht, ist es ziemlich klar, dass es nicht Arryk ist. Nein, weil ich nämlich gedacht habe, vielleicht hat ja wegen diesem letzten, wurde er so gehumbled, also Arryk mit A, dass er quasi doch wieder in seinen letzten sterbenden Momenten Rhaenyra als Königin anerkannt hat und deswegen dachte ich vielleicht, das wäre aber auch ein krasser Plot-Twist. Ja, aber ist nicht alles irgendwie ein krasser Plot-Twist? Ja, weil er... Ich habe die Wahrheit gesehen und jetzt bringe ich mich selbst um. Ja, ach, wir haben das ja schon... Also Leute, ihr könnt das in unserem letzten Podcast nachhören und anscheinend auch im Podcast von Laura und Marco nochmal. Ich glaube, wenn wir hier anfangen, noch weiter darüber zu reden, dann müssen wir, glaube ich, 2 Stunden aufnehmen. Anscheinend umstritten. Das ist aber nicht der einzige Kommentar. Dann hat 3PCGI, ich glaube, so wird der ausgesprochen, hat noch geschrieben, Miseria hat im Grunde Rhaenyra das Leben gerettet. Ein Haus am Strand sollte es als Belohnung dafür mindestens geben. Das habe ich auch gedacht. Ja, da hat die Person also, recht. Darüber haben wir ja noch spekuliert. Hat sie es nicht, weil es wurde so ein bisschen offen gelassen. Aber jetzt in dieser Folge wurde es dann ja auch wirklich gezeigt. Ja, sie ist da geblieben und hat es gesagt. Und ein Haus am Strand. Kein Haus am See, ein Haus am Strand. Vielleicht nicht unbedingt in der Gegend von Dragonstone. Das könnte vielleicht ein bisschen ungemütlich werden. Aber ja, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo man sich in Westeros zu dieser Zeit irgendwo ein Haus bauen sollte. Es könnte auf jeden Fall wild werden, ja. Das war es schon von den Kommentaren. Ich wollte jetzt nochmal sagen, es wird vielleicht eine unsichere Immobilienlage gerade in Westeros irgendwie. Ja. So eine Hobbit-Höhle wäre vielleicht ganz gut. Ja. Eine Hobbit-Höhle, ja. Doch eine Hobbit-Höhle. Oder generell ein Igloo vielleicht noch. Das ja, stimmt. Auch naja, ich habe so gedacht, weil so eine Hobbit-Höhle unter dem Gras vielleicht, das ist dann drachensicher, weil die sehen das dann nicht sofort, den Eingang. Genau. Und auch möglichst weit weg von allen anderen. Ja. Ist, glaube ich, in Westeros fast immer eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Okay, also in diesem Fall, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier wird es keine Buchspoiler geben und auch keine Spoiler über diese Folge hinaus. Zumindest werden wir uns daran erinnern und versuchen, uns dran zu halten. Aber natürlich, das ist eine Folgenbesprechung. Dementsprechend wird es normale Spoiler geben. Aber bevor wir über die aktuelle neue Folge reden, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wohnt zur Miete und wollt auch in Zukunft über den Kabelanschluss fernsehen? Dann könnte sich bald schon etwas ändern. Denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Mietersache. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss bei Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird? Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check.
Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Webseite vodafone.de/kabel-tv. Mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Aus der Werbung zurück zu House of the Dragon Folge 3. Und die dritte Folge öffnet mit Bracken gegen die Blackwoods oder gegen die Schwarzhains. Und ihre Fehde, so habe ich das interpretiert, soll den Konflikt zwischen den Grünen und den Schwarzen widerspiegeln. Also keiner weiß so wirklich, wie es angefangen hat. Aber es hat das Potenzial, ganz schön blutig zu werden. Und das ist so in dieser konkreten Form auf jeden Fall eine Idee der Serie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es auch so geframed wird im Buch. Was meint ihr? Findet ihr das gut? Ist das passend für das Ganze? Ich finde das schon passend. Also dieses, dass es so eine Art Vorbote ist. Ist aber auch ein bisschen quasi, zeigt auch ein bisschen, wie eigentlich diese, ja, ich nenne es mal Streitereien unter den Adligen sozusagen sofort auch Einfluss auf das Small Folk haben, also auf die gemeinen Leute. Und das sozusagen, also ich meine, die haben sich ja schon vorher gestritten, das ist vielleicht nicht ein hundertprozentig gutes Beispiel, weil die waren ja schon, die hatten ja wegen ihren Grenzstreit da schon die ganze Zeit. Aber trotzdem, wie das einfach die Leute beeinflusst, weil die sozusagen von dieser Obrigkeit regiert werden. Ich musste an zwei Sachen denken dabei. Einmal erinnern mich die, wie heißen die denn, die Brackens und die Blackwoods, an die, wisst ihr noch diese Avatar-Folge in der Zeichentrickserie, also in der nicht Live-Action, wo es diese eine Folge gibt mit den zwei Völkern, die durch so ein, ich weiß nicht, durch so eine Wüste oder durch so einen Steinbruch oder so gehen müssen und sich nicht verstehen, weil die halt aufgrund so einem jahrhundertealten Missverständnis einfach angepisst sind voneinander. Und dann müssen die so quasi immer auch immer an zwei verschiedenen Seiten von so einem riesigen Stein so vorbeigehen und so und wollen nicht miteinander reden. Und da muss ich dran denken. Und es ist euch bestimmt auch so gegangen, aber dieser Moment von, also als diese Schlacht quasi, also als die beiden Leute ihr Schwert gezückt haben und es gab dann diesen Cut zu alle Leute jemals sind tot, musste ich voll dran denken an die Szene mit Tyrion, relativ am Anfang von Game of Thrones, wo er ausgenockt wird und dann aufwacht und dann quasi durch die Gegend läuft und ist so, was zur Hölle ist hier passiert? Hier ist passiert, dass wir kein Produktionsbudget hatten, um die Schlacht zu zeigen. Aber ja. Oh mein Gott. Ja, daran musste ich auch denken. Dass, also in der Vorlage, in der Buchvorlage sind ja jetzt, es ist kein großes Wunder, kommen jetzt sehr viele Schlachten. Und ich war schon ein bisschen neugierig darauf, wie das dann auch in der Serie dargestellt wird. Und nun, offensichtlich werden sie nicht alle Schlachten zeigen. Auch zeigen können, ist vielleicht auch zu teuer. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Hinweis darauf, welche Schlachten denn letztlich gezeigt werden und welche nicht. Also die Serie hat ja so einen sehr starken Point-of-View-Fokus. Das heißt, wenn eine Hauptfigur nicht daran beteiligt war, dann wird die Schlacht wahrscheinlich eher so in einer Ratssitzung oder so erzählt werden. Ich fand es trotzdem ein bisschen schade, weil es gibt schon auch einen Unterschied zwischen dem Buch und der Serie, jetzt hier an der Schlacht an der brennenden Mühle, die ja jetzt hier angerissen wurde. Denn in der Serie wird es eben so geframed, dass es einfach nur eine Grenzstreitigkeit ist, die dann eskaliert und das Ganze, der Konflikt zwischen den Schwarzen und den Grünen, das ist eigentlich nur, weiß ich nicht, ein Vorwand. Also die hätten sich wahrscheinlich auch so die Köpfe eingeschlagen. Im Buch ist es aber tatsächlich Teil des Bürgerkriegs. Also ganz klar, die haben sich beide für ihre jeweiligen Seiten entschieden. Und die Blackwoods fangen dann an, das Gebiet der Brackens zu überfallen. Die Brackens sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Wir ziehen jetzt in den Krieg. Die sammeln ihre Armee, ziehen los und die Blackwoods überfallen sie dann, als sie da am Kampieren sind. Und daraus entbrennt dann die Schlacht an der brennenden Mühle. Ich kann es nachvollziehen, warum sie es nicht gezeigt haben, weil eben niemand dabei ist, den wir kennen. Aber auch irgendwie ein bisschen schade, denn sie hätten hier an dieser Stelle Lady Alicent Blackwood einführen können, die im Buch eine wichtige Figur ist. Inwiefern sie jetzt in der Serie auftaucht, weiß ich nicht. Wirkt ein bisschen wie eine vertane Chance, weil die hat im Buch auch eine ziemlich coole Szene, die da angedeutet wird. Und hier sehen wir nichts von ihr. Das ist schade, finde ich zumindest. Wahrscheinlich sehen wir dafür dann wann anders dann demnächst ja mal eine coole Schlacht. Also ich glaube, wenn man alle Schlachten mit so in der Form mit reinnehmen würde, dann wird es wahrscheinlich auch so diese Story, die oder diesen Fokuspunkt, der jetzt aufgebaut wurde, um die Serie so ein bisschen verwässern. Deswegen war ich, also ich fand es nicht so schade. Ich habe nur kurz gedacht so, aber irgendwie demnächst könnte ja eigentlich auch mal wieder eine Schlacht kommen. Wenn es nicht die ist, ist vermutlich eine andere. Aber ja. Ja. Naja, ich glaube,
Es könnte auch sein, dass sie sich auf die fokussieren, wo Drachen involviert sind, ne? Wenn Leute lieben Drachen. Ja. Drachen, ja. Wenn schon Produktionsbudget raushauen, dann für die Drachen. Ich habe heute so überlegt, ob ich mir so eine Challenge machen soll. Sorry für die Ablenkung vom Thema. Weil ich habe mich gedacht, als so eine Drachenszene war, wie coole Geräusche Drachen immer machen. Und ob ich versuchen soll, dass ich alle Drachen an ihren Geräuschen unterscheiden kann am Ende der Staffel. Aber finde ich eine gute Challenge, ja. Ne? Aber ich habe mich gefragt, ob die wirklich auch alle unterschiedliche Geräusche machen oder unterschiedliche machen. Ich finde schon. Ja, ne? Ich glaube schon. Sie haben ja auch sehr viel Arbeit da reingesteckt, dass die alle individuell aussehen. Und anders jetzt als bei Game of Thrones, da waren die ja eigentlich so der gleiche Drache, nur irgendwie neuer Reskin, sage ich mal. Und dementsprechend ergibt es eigentlich auch Sinn, dass sie dann auch eine eigene Stimme haben. Also bei Caraxes zum Beispiel haben wir es in dieser Folge ganz deutlich gehört, aber da kommen wir später noch zu drauf. Ja. Ja, naja, Challenge accepted für mich selber. Mal sehen, wie es läuft. Laura, wolltest du noch was zu den Bracken und den Blackwoods sagen? Ansonsten würde ich zum nächsten Punkt kommen. Nö. Okay, ja. Ist fine. War auch nicht so lange eigentlich, ne? Ja. Nee, gibt ja auch noch genug andere Sachen zu sagen. Eben. Zum Beispiel, dass ich übergehe jetzt die Szene mit dem grünen Rad, weil ich wollte dann zu einer anderen Sache nämlich kommen, nämlich Rhaenyra ist doch ein bisschen geschockt von dem Angriff auf Dragonstone, dass sie jetzt sich entscheidet, ihre Kinder wegzuschicken. Also Joffrey, Aegon der Jüngere und Viserys werden mit Rhaenyra und einigen Drachen fortgeschickt, erst in das Tal von Arryn und dann, wenn das alles klappt, wenn ich meine Briefe schreiben, dauert halt auch im Mittelalter ein bisschen, dann nach Pentos. Und das nimmt schon sehr viel Raum ein. Es wird auch so, ja, geframed als eine, also man sieht sehr viele Leute, die sich sehr lange verabschieden. Und ich möchte hier nicht spoilern, aber das könnte eventuell darauf hinweisen, dass das eine schicksalhafte Entscheidung ist. Ja. Who knows? Und also man merkt auch deutlich, also dass Rhaenyra, ja, sie verhält sich irgendwie anders. Sie wird anders in dieser Folge gespielt. Sie ist so ein bisschen, steht stark unter Stress und ist irgendwie ein bisschen kürzer angebunden und ein bisschen, ich will nicht zickig sagen, aber also ihre Geduld ist schon lange vorbei. Oder wie habt ihr das so empfunden in dieser Folge? Ich fand es gar nicht, dass sie irgendwie so ungeduldig war oder so. Ich finde, man hat halt, aber wie du eher meinst, gemerkt, dass sie halt wirklich unter Druck steht. Und ich finde, was man total gesehen hat in der Folge ist, wie sie diesen Druck im Vergleich zu Aegon handelt. Weil sie nicht wirklich, man merkt so richtig, wie sie diesen Stress halt fühlt. Teilweise auch einfach hart genervt ist von diesen ganzen Leuten, die einfach auf sie einreden. Es gab auch einmal wieder so einen Blick zu Rhaenys irgendwie, wo die beiden so waren so, ach, mein Gott, die Leute. Und dann merkt man so richtig in einigen Szenen, wie sie sich quasi zusammenreißen muss, nicht irgendjemanden anzuschreien oder so harsch. Mhm. Man merkt auch richtig, dass sie nicht einfach überstürzt was entscheiden will. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Aber ja, so ja, dieser ich Druck. Mein, das ist, ja. Sorry. Cool. Ich wollte sagen, dieser Druck ist auf jeden Fall spürbar in also allen von diesen Ratsszenen, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das ist ja auch so genau der Spiegel, den die Serie jetzt gerade hier nochmal irgendwie aufmacht, um zu zeigen, irgendwie, ne, also wie geht sie eigentlich irgendwie als Herrscherin irgendwie mit diesem Druck um? Missaria sagt es ja auch nochmal, dass sie, also wenn wir da später nochmal drüber sprechen, ne, aber da wird es ja auch nochmal wieder aufgegriffen, irgendwie, wie unterschiedlich eben Leute auch mit diesem Anspruch irgendwie an Herrschaft umgehen. Und ich finde, es ist ja auch, also man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, was davor halt einfach irgendwie passiert ist, ne, in was sie jetzt schon alles reingeworfen ist. Sie ist sowohl, hat sie den Sohn verloren, als auch wurde sie jetzt irgendwie von dem kompletten, also nicht von dem kompletten Volk, aber von vielen dem Volk irgendwie als die Böse stilisiert. Und sie hat auch noch ihren also engsten Vertrauten verloren mit Damon. Also da sind ja schon echt viele Sachen irgendwie in den ersten zwei Folgen auf sie so eingeprasselt. Deshalb finde ich das völlig legitim, dass sie damit jetzt erstmal ja irgendwo auch irgendwie dealen muss. Und ich finde, das, also die Art und Weise ist halt, also die macht mir halt einfach irgendwie auch Spaß, das mir anzuschauen. Und auch worauf dann eben einfach die Folge jetzt hinausläuft.
Genau, der Ryan Condal, der Showrunner, hat das so schön ausgedrückt, dass Rhaenyra und Daemon einen Ehestreit hatte und Daemon ist danach im Streit mit dem Auto weggefahren, um Daemon Zeug zu machen. Ja, das ist wirklich genau und das. Wo er hingefahren ist, das sehen wir dann tatsächlich in dieser Folge. Also in den ersten zwei Folgen wurde über Harrenhal geredet. Wir kennen natürlich als Game of Thrones Fans, kennen wir diese sagenumwobene Burg-Burgruine und jetzt bekommen wir sie endlich in größerer Form zu sehen. Also, wir haben es schon öfter gesagt, aber das Sounddesign und auch die Musik von dieser Serie ist einfach so gut. Das muss ich nochmal betonen. Und der Anflug auf Harrenhal ist großartig. Und wie Daemon dann alleine mit gezogenem Schwert durch Harrenhal läuft, ist auch richtig nice inszeniert. Das Sounddesign ist auch sehr stark. Denn es wurde auch immer wieder gesagt, dass ja ein Fluch auf Harrenhal liegt. Also dadurch, dass Harren der Schwarze eben diese Hybris hatte zu sagen, ich kann Drachen widerstehen und dann dadurch untergegangen ist. Es gibt ja im Volksmund so das Gerücht, dass wahrscheinlich die Burgerbauer da Blut in den Mörtel gemischt haben und deswegen liegt irgendwie ein Fluch auf dieser Burg. Auf jeden Fall, jeder, der danach diese Burg bewohnt hat, soll wohl kein gutes Ende genommen haben. Und das wird in dieser Folge auch nochmal verdeutlicht. Und ich fand es sehr, sehr nice. Und dann wird Daemon von Simon Strong empfangen. Shoutout an Simon Strong. Was für ein netter Typ, oder? Und Daemon ist so unhöflich. Er ist richtig funny. Ich finde, der ist so cool. Einfach nur so, well, da. Ja, so, hey, ich nehme Harrenhal ein. Ja, scheint so. Komm rein. Komm rein, es gibt übrigens Abendessen. Wir vergiften dich auch nicht. Love and Peace, so, hey. Wir hassen Larry Strong auch. Wie du vielleicht schon an unserer Begrüßung gemerkt hast, sind wir keine Feinde. Ja, vor allem, es war ja auch einfach niemand, es war, glaube ich, so eine Person in diesen dunklen Gängen, wo Daemon dann durch ist, wo ich auch die ganze Zeit dachte, hüpft jetzt noch jemand dahin und greift ihn an, aber es war ja wirklich nur kurz dieser eine Dude und dann Daemon puncht ihn einfach kurz weg. Also die waren ja wirklich, obwohl die ja logischerweise ihn gesehen haben, haben die jetzt ja auch nicht versucht, ihn aufzuhalten. Ich weiß nicht, warum Daemon sich da eigentlich so gestresst hat. Also, bisschen unnötig. Vielleicht hat es auch ein bisschen erhofft, dass er jetzt ein bisschen Leute töten kann. Ja, stimmt. Classic Daemon. Das liegt ihm auch ein bisschen im Blut. Aber er hatte den Mörder aber auch nicht an. Also. Ich meine, auf der anderen Seite, an Daemon geht ja der Ehestreit auch nicht spurlos vorbei. Ist ja jetzt nicht so, dass er mit dem Auto weggefahren ist und jetzt irgendwie so, yay, alles super. Sondern natürlich ist er deswegen auch gestresst. Ja. Armer Daemon, oh no. Armer Daemon. Und wir haben eben gesagt, es ist eine verfluchte Burg und deswegen gibt es natürlich auch eine Traumsequenz, in der Millie Alcock einen Gastauftritt hat. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Das wurde ja schon vor dem Staffelstart irgendwie so, ist das so durchgesickert und dann habe ich mich gefragt, ob es wirklich halt so ein Gerücht, also so ein ernstzunehmendes Gerücht ist oder ob es einfach so Wunschdenken ist. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Ja, der Körper von Jaehaerys, der sah ein bisschen aus wie eine Puppe. Das fand ich in der zweiten Folge deutlich besser gelöst. Aber ich meine, kannst du sagen, es ist eine Traumsequenz, da sieht alles eh ein bisschen unecht aus. Und was ich dann auch sehr interessant fand, falls ihr die Buchvorlage nicht kennt, werdet ihr euch vielleicht fragen, wer ist diese random Frau, die da ab und zu in der Szenerie herumsteht? Das ist Alice Rivers oder Alice Strom. Und über die sind sich so die Autorinnen nicht so ganz einig, wer ist das eigentlich? Also typisch, weil es ist eine Frau und deswegen wird ihr gleich irgendwie Hexerei nachgesagt. Und ist es, glaube ich, ich habe es vor der Folge nicht nochmal durchgelesen, ist das so, dass das sogar irgendwie gemunkelt wird, sie badet im Blut von Kindern? Ja, damit sie jung bleibt, also, weil es wurde im Buch erwähnt, dass sie so quasi, also es wurde so hervorgehoben, dass sie ja jünger aussieht, als sie ist. Und genau, deswegen das Einzige, woran es liegen kann, ist natürlich, dass sie dem Blut von irgendwem baden muss. Tja. Klar, wenn eine Frau gut aussieht, dann ist es gleich Hexerei im Mittelalter. Sie gibt mir auf jeden Fall Melisandre Vibes. Ja, schon. Also irgendwas ist da, ist mit ihr. Ne? Übrigens lieben wir die Schauspielerin, weil das ist nämlich Gail Rankin und die kennen wir aus der sehr guten Serie, wie heißt sie, diese Wrestling-Serie? Chloe, ja, wieso fällt mir der Name jetzt nicht ein? Und da war sie nämlich Sheila the She-Wolf. Stimmt. Und davon habe ich sie sehr gefeiert. Ja. Ich hoffe, wir werden sie noch ein bisschen öfter sehen. Würde sich anfühlen. Ich glaube, so wie sie jetzt eingeführt worden ist, bestimmt. Bestimmt, ja. Ja, und
das war es dann auch erstmal für Harrenhal oder mit Harrenhal. Auch sehr schön, Damons letzte Worte, was wollt ihr denn eigentlich machen, falls, ich meine, wenn ihr es dann schafft, ja, dann ziehen wir nach King's Landing und dann holen wir uns den Thron. Den Thron, ja. Das ist dein Stuhl aus Schwertern. Es gab auch echt wieder so ein paar echt witzige Sprüche, diese Folge. Also die Folge war echt witzig, fand ich. Die war sehr unterhaltsam. Vielleicht auch so ein bisschen, um so den Stress aus den ersten beiden Folgen auszugleichen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich hab ein paar Mal gelacht in dieser Folge. Ich finde auch, diese ganze Folge hat so frühe Game of Thrones Vibes gehabt, bis auf das Ende vielleicht. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran an der Umgebung und dass man so viele unterschiedliche Fraktionen gesehen hat und vielleicht auch einfach deswegen, dass Leute im Wald waren, ich weiß nicht. So, vielleicht reicht das schon für mich gerade. Aber ja. Ja. Ich würde dann gleich mal weitermachen und zwar mit dem Auszug aus King's Landing, denn Cole hat ja, ist scheinbar jetzt entschieden, wir ziehen jetzt in den Krieg und wir haben ja, Lisa, erinnerst du dich noch? Du hast dich doch gefragt, wie wird das jetzt gemacht mit der Brosche, die er jetzt hat als Hand des Königs, und es ist eine sehr schicke neue Kette und ein sehr schicker neue Frisur, die er sich jetzt auch zugelegt hat. Findet ihr die Kette schick? Weil ich habe die so gesehen und fand so, die gibt mir so so Addams Family Vibes irgendwie. Inwiefern? Sind mir zu viele Hände, die da einfach. Ja, es ist halt, falls die Leute nicht checken, dass er die Hand ist. Er braucht einfach viele, sehr viele Hände einfach. Ich weiß auch nicht, warum hat er sich denn jetzt die Haare nochmal geschnitten? Ist das wieder so ein Makeover-Ding, was Filme und Serien immer haben, dass wenn jemand eine neue Frisur kriegt, dass dann was so quasi eine neue Ära anbricht? Oder war er einfach so, oh, ich bin jetzt länger weg, das ist ja super nervig, weil ich habe ja immer meine coolen halblangen Haare und wenn die dann die ganze Zeit wachsen, dann sehe ich irgendwann aus wie Allison, keine Ahnung, dann schneide ich mir lieber nochmal die Haare. Könnte tatsächlich sein, wenn er jetzt sagt, ich bin jetzt auf einer längeren Kampagne und ich muss ja gut kämpfen können, da stören Haare halt. Ja, aber vorher hatte vielleicht. Er die ja auch. Aber vielleicht war das der Moment, wo er dann irgendwie doch Skill vor Eitelkeit gesetzt hat. Ich muss ja auch sagen, in der Szene oder in diesem Themenkomplex von Crispy macht irgendwelche Sachen draußen, habe ich erstmal festgestellt, dass wirklich inzwischen es einfach reicht erstmal, wenn ein Szenenwechsel ist und einfach nur Kristen Cole eingeblendet wird. Das macht mich schon aggressiv inzwischen. Ich saß vor meinem Fernseher und ich habe so Kristen Cole auf meinem Bildschirm gehabt. Ich so, oh nee. Sorry. Tut mir leid, vielleicht müssen wir das zensieren für YouTube. Und dann habe ich dann bei einem Verlauf quasi leider feststellen müssen, dass Kristen Cole ja doch auch schon ein bisschen Ahnung hat von dem, was er tut, wenn er eben auf dem Schlachtfeld ist. Also er hat ja schon dann den Drachen irgendwie relativ früh dann auch, oder die Gefahr dann noch. Also mit denen hat er ja nicht so viel, zumindest keine Kampferfahrung, aber er ist einer der wenigen, der tatsächlich schon mal in der Schlacht gewesen ist. Ich finde aber jetzt gerade legst du die Bar schon sehr low, wenn du stimmt. Der versteht, dass wenn man auf einem offenen Feld steht, dass man dann gesehen werden kann. Naja, nee, das meinte ich nicht, aber ich meinte eher so, dass er das so früh gemerkt hat, dass da so ein Drache ankommt, weil alle anderen waren ja so mega abgelenkt. Aber vielleicht ist das Level trotzdem nicht so hoch, weil man kann ja auch durchaus mal aufpassen, wenn man unterwegs ist und was angreifen will. Also ich finde schon, gerade wenn man irgendwie gegen einen Feind kämpft und er ist ja auch irgendwie, also sein König ist ja tatsächlich schon im Krieg, ne? Also Aegon hat ja den Krieg schon erklärt, mehrfach jetzt, sagt, wir sind im Krieg und ich finde, unter dem Aspekt sind die da alle schon noch ganz, ganz schön so dumm-di-dumm unterwegs irgendwie. Ja, vor allem Gwaine Hightower, ne? Oh. Ja, und ich meine, gut, bei dem ist es vielleicht einfach auch noch nicht richtig angekommen, aber ich finde ja auch in dem Moment, wo dann die Hand und auch irgendwie er ja auch schon vorher als Kommandant und so weiter, wenn er da irgendwie mitreitet und das nicht so ganz im Griff hat, das spricht auch schon wieder für so ein bisschen Chaos auf der grünen Seite, wo die ganzen, da ist die Hierarchie eben einfach auch noch nicht ganz klar. Und ich glaube, das zieht sich halt natürlich so durch. Und das zieht sich natürlich auch auf Rhaenyras Seite durch, dass die Hierarchie nicht ganz klar ist. Und da sagt die Serie auch relativ eindeutig, einer der Gründe, warum das überhaupt alles so eskaliert und so schlimm wird, wie es wird, hat halt eben was damit zu tun, dass da halt keiner so wirklich mal die Verantwortung für irgendwas übernimmt. Beziehungsweise zu schnell dann beschließt, einfach irgendwas zu machen, ohne so strategisch zu durchdenken. Beides. Ja, so eine ungünstige Kombi aus zwei Sachen. Ja. Ja.
Nee, aber stimmt, aber ich glaube, ich nehme es wieder zurück mit Kristen. Ich hasse ihn einfach genauso wie vorher, weil ich meine, er war jetzt nicht sonderlich strategisch. Also da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, glaube ich, mit den. Ich finde, er kriegt ja auch direkt was auf den Deckel. Weil, also ich meine, der Shade, der da irgendwie geworfen wird, irgendwie sowohl von Alicent als auch irgendwie Quaine, ist schon mehr als so ein kleiner Schatten. Aber Alicent, wirklich? Weil hat Alicent nicht eher ein bisschen Angst um ihn gehabt, dass er weggeht? Oder meinst du jetzt ganz am Anfang? Nein, schon vorher im Council. Ja, das stimmt. Also sie sagt, das ist jetzt irgendwie, also zwei Sachen, ne? Nummer eins, sie sagt, Disziplin hier, lasst nach. Ja, das ist ein direkter stimmt. Verweis an die Herren. So im Moment, seit mein Vater hier nicht mehr irgendwie in charge ist, ja. Ist hier einfach nur noch Chaos. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann halt, naja, es war halt eine sehr überstürzte Entscheidung, Arik nach Dragonstone zu schicken. Ja, das und stimmt. Wer da jetzt als Ersatz herangeholt wurde, das sind jetzt auch nicht die diszipliniertesten Leute, muss man mal dazu sagen. Ja, aber Alice. Nee, das sind ja die Kumpels. Ja, also wenn Cole schon Arik rund gemacht hat, weil sein Mantel ein bisschen schmutzig war, also da hätte er ja hier aber nochmal ganz ordentlich auf den Tisch hauen sollen, was er sich aber vermutlich nicht traut, weil es eben die Kumpels vom König sind. Ne? Ich finde auch einfach, Aegon hat einfach den unsympathischsten Rat jemals, außer vielleicht quasi nicht wirklich alles sind irgendwie. Ich finde das einfach alles so eine Dullis. Ich weiß nicht. Ja. Die nerven mich alle. Ich finde, bei Rhaenyra ist es so ein bisschen so, da sind auch so ein paar Leute, die ja die ganze Zeit irgendwie so sind, ja, jetzt lass mal was Kriegsmäßiges machen, let's go. Aber ich finde, dann hat sie halt auch noch so Leute wie Rhaenys und Baela und Rhaena und irgendwie. Aber die sind ja nicht Teil des Councils. Rhaenys ist ja die Einzige, die da steht. Weil selbst Jaehaerys ist ja nicht immer ihrer Meinung. Also ich finde, die hat da genauso die Dulli stehen. Ja, stimmt. Nimmt sich leider nicht so viel. Ja, aber sie macht, ich glaube, sie macht es dann so, wenn sie quasi dann ein paar Dullis mehr im Concert hat, dass sie dann aber halt stattdessen so ein bisschen so Sidequests macht mit den Leuten, die halt nicht so kleine Idioten sind manchmal. Aber das ist halt ja, auch krass. Das macht ja Aegon auch. Ja, also stimmt. Wie gesagt, der Spiegel, der funktioniert ja die ganze Zeit immer relativ gut, ne? Also beide, also König und Königin, machen ihre eigenen kleinen Missionen, haben ihre eigenen Vertrauten, mit denen sie dann irgendwie an dem Council vorbei agieren. Und interessanterweise ist es halt eben genauso, dass, also der Black Council ist nur ja komplett auf Krieg schon, ne? Also wir müssen jetzt den Krieg irgendwie endlich anfangen zu kämpfen. Daemon hatte die ganze Zeit recht. Wir verlieren hier kostbare Zeit. Jetzt schick die Drachen los, mach endlich was. Und das hat natürlich, das spiegelt ja auch das wieder, dass sie halt einfach, sie ist ja in dem Fall irgendwie so der Blocker. Und auf der anderen Seite hast du halt Aegon, der halt, wenn er könnte, halt sofort alles irgendwie reinschmeißen würde. Und da muss der Council dann halt wieder irgendwie ausbalancieren und sagen, naja, aber vielleicht jetzt noch nicht sofort. Ja, ja, Aegon war ja am Anfang der Folge wirklich so, ja, wir sind jetzt im Krieg. Und alles und so, nee, es war voll blöd. Und Aegon so, yeah, Krieg, wuhu. Und alle anderen so, weiß nicht. Also er war da ja wirklich sehr motiviert die ganze Zeit. Naja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Council von Aegon einfach schon sehr, sehr viel länger Regierungserfahrung hat. Rhaenyra's Council hat keine Regierungserfahrung. Das stimmt. Aber obwohl ich gerade gar nicht weiß, wer aus dem Council von Rhaenyra vielleicht schon auch im Council von Viserys war. Ist da jemand? Ich weiß das gerade gar nicht. Muss ich mal zumindest nachgucken. Zumindest wurde es in der Serie nicht gezeigt. In der Serie wird keiner gezeigt. Das sind alles okay, vielleicht neue. Ist das dann, na gut, okay. Ich weiß gerade nicht, wie es im Buch war. Aber ja, alle machen Side-Missions im Prinzip. Es hat man es ja auch ein bisschen an dieser Szene gesehen, wo Rhaenyra nach so einem Gespräch mit ihrem Rat halt so meinte, danke für eure ganzen Tipps, ich werde darüber nachdenken. Und dann macht sie was anderes. Naja, das hat ja wiederum was damit zu tun. Sie denkt ja darüber nach. Ja, ja. Aber sie ist also, ich find's halt gut, wie Rhaenys das halt immer ganz gut so widerspiegelt, ne? Also Rhaenyra sagt, okay, ich habe das jetzt gehört, ich muss darüber nachdenken, vielen Dank für die Beiträge. Und Rhaenys ist ja irgendwie ihr Mutterersatz, ne? Die steht ja immer da und verteidigt sie, wenn sie halt irgendwie zu sehr irgendwie aufs Korn genommen wird. Und ist aber auch die stolze Mom, die dann hinten steht und sagt, ja, meine Tochter Slay. Nee, macht jetzt hier erstmal
bringt wieder Ruhe rein, denkt drüber nach, agiert nicht sofort. Ja, das meinte ich aber auch am Anfang, dass man das halt super sieht, dass ihr drüber nachdenkt. Ich finde nur, dieses Zitat steht so ein bisschen dafür, für dieses, also von wegen so, ich entscheide jetzt nicht sofort zusammen mit dem Rat was sozusagen, wie es ja vielleicht eher bei Viserys oder so noch war. Wobei Viserys war ja nochmal anders, der hat sich ja komplett reinschnacken lassen von allen. Ja, eben. Tja. Also außer an den Teilen, wo er dann halt gesagt hat, nein, meine Tochter wird. Ja, das stimmt. Ja, na gut, Daemon, mal sehen, was da noch so passieren wird. Also wir haben ja in der vorherigen Folge uns so ein bisschen Gedanken gemacht, warum ohrfeigt sich jetzt Alicent Cole, also, und wir haben ja so ein paar Vermutungen gehabt, und eine Vermutung war ja von mir zumindest, dass sie ihm auch schon ein bisschen Vorwürfe macht, dass dass ihr Vater, also die OG-Hand jetzt nicht mehr dabei ist, obwohl das natürlich nicht Coles Entscheidung war. Aber deswegen clashen sie, glaube ich, auch im Rat und dann später auch dann unten im Burg-Innenraum, weil hier wird ja nochmal dann eben zur Sprache gebracht, dass es vielleicht eventuell keine gute Idee war, Eric alleine loszulassen. Aber dann sagt Cole wieder, naja, the gods favor the bold. Insofern, er musste einfach mal was getan werden, und Alicent so, ja, aber halt auch nicht immer, ne? Und ich glaube, also, wir haben ja gesagt, so sind die jetzt irgendwie vertraut, sind die wirklich, lieben die sich auch, oder was ist das für eine Beziehung zwischen den beiden? Und wenn es mal irgendwie eine Liebesbeziehung war, dann ist auf jeden Fall irgendwas zerbrochen, und das sieht man auch in dieser Folge sehr deutlich. Und als Cole dann um die Gunst von Alicent gibt, macht sie das ja auch eher so, ich sag mal, ja, also auf jeden Fall nicht aus vollem Herzen. Oder wie habt ihr das empfunden? Also ich sehe die beiden sowieso eher als, ich weiß nicht, ob das wirklich Liebe ist, sondern da ist halt eine Attraktion da. Und aus ganz vielen verschiedenen Gründen ist da eine Attraktion da. Und ich glaube schon, dass Sir Cole jemand ist, der schon irgendwie eine Affinität zu Macht hat. Auch wenn er immer wieder so tut, als hätte er gar nichts gemacht. Irgendwie so, nee, ich bin da jetzt nur so reingestolpert. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, jetzt bin ich die Hand. Ist ja krass, da habe ich aber jetzt gar nicht mit gerechnet. und das ist, ich meine, es hat schon einen Grund, warum er eben auch eine Nähe irgendwie hat zu diesen mächtigen Frauen. So. Und warum er da überhaupt irgendwie auftaucht in der Nähe irgendwie und sich da irgendwie auch anbietet. Das ist so die eine Seite von der Sache. Und ich glaube, Alicent hat natürlich auch total die Sehnsucht und hat irgendwie auch, selbst obwohl irgendwie Viserys jetzt der alte Mann irgendwie jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich irgendwie ihr krasser Seelenverwandter war, ich glaube, da war schon eine Liebe zwischen den beiden, ne? Zwischen Viserys und Alicent. Und auch ein Respekt drin. Und da ist halt jetzt jemand, da fehlt halt einfach irgendwie auch jemand, ne? Und jetzt irgendwie noch dazu, wo dann auch ihr Vater weg ist. Ich finde, eine Alicent wirkt wahnsinnig lost, einfach in den letzten paar Folgen irgendwie, weil sie wirklich, sie hat überhaupt keinen Anker. Also sie floppt da irgendwie so rum wie so ein Ball irgendwie auf dem Wasser und irgendwie weiß man nicht so ganz genau, in welche Richtung das irgendwie geht. Und das finde ich halt, also ich finde es erstmal irgendwie interessant, weil sie halt natürlich eine der wichtigsten Rollen da in dem Council eben auch ist. Und ich finde, dass sie ihm schon auch immer wieder vorwirft, dass er halt ein Kriegstreiber ist. Weil auch wenn er so unschuldig tut, ist er derjenige, der sehr viele von diesen Spielbällen ins Rollen bringt. Ja, also er schickt irgendwie Arik rüber. Er schlägt jetzt vor, okay, wir müssen irgendwie Harrenhal einnehmen. Wir müssen jetzt in den Krieg ziehen. Und Aegon, und er hat halt Aegons Ohr. Und das ist ja auch was sie ihm auf eine gewisse Art und Weise dann vorwirft, weil ich meine, erinnern wir uns an die Konversation zwischen ihr und ihrem Vater, wo sie meinte, noch habe ich Aegons Ohr. Aber das verliert sie jetzt gerade halt eben auch. Und er geht da in ganz viele Rollen rein, wo sie ihn nicht vorher gesehen hat. Also er geht in die Rolle von ihrem Vater, er geht auch in ihre Rolle rein.
Und das erzeugt natürlich eine immense Spannung. Und wenn wir jetzt eben auf die Szene zu sprechen kommen, die jetzt in dieser Folge stattfindet, wo dann er sich dann verabschiedet und dann eben noch so für ihren, also nach ihrem Favor fragt, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch irgendwie Gunst, heißt. Ihre Gunst. Ihre Gunst, genau, irgendwie, dass er halt irgendwie nicht im Krieg fällt und nochmal irgendwie so einen Liebesbeweis irgendwie bekommt von ihr, dann gibt sie ihm das natürlich, weil sie auch ihr Gesicht nicht verlieren will. Und das ist aber auch gleichzeitig, das ist ein absolut zwischen den beiden, das ist immer eine Machtfrage. Da wird die ganze Zeit über Macht verhandelt zwischen den beiden. Und wer hat da jetzt mehr Macht über die anderen Personen? Und das merkst du total in dieser Szene. Und er gewinnt da halt irgendwie auf eine, also er hatte wieder so einen Mini-Gewinn da irgendwie in dieser Szene. Und das merkt sie. Und deshalb, also ich weiß nicht, Liebe, vielleicht, ja, ein bisschen, aber auf jeden Fall Attraktion total, aber halt nicht, ist es nicht dieses Verständnis irgendwie, was zwischen Rhaenyra und Daemon auf der einen Seite da ist, aber auch ja auch nicht komplett, wie Rhaenyra dann ja auch nochmal irgendwie rausformuliert hat. Ist auch spannend, wie sich das bei den Frauen da irgendwie so widerspiegelt, ne, dass sie eben nicht diesen vertrauten Partner irgendwie haben, den halt zum Beispiel Rhaenys in Corlys hat. Das stimmt, ja. Das ist halt ein ganz anderes, also immer wenn du die Szenen vergleichst, wie die beiden miteinander interagieren und auch wie die miteinander sprechen, das ist so anders, es wird auch so anders inszeniert. Mhm. Und die spielen es auch anders. Mir ist wieder eingefallen, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, nach dem Tod von deren Kindern oder so, ich weiß nicht, ob das in der Serie eigentlich auch so war, aber im Buch war es auf jeden Fall so, dass Corlys erstmal eine Runde abgehauen ist, so ein paar Jahre auf See und Rhaenys halt mega angepisst war deswegen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das auch in der Serie war, in der ersten Staffel. Ja, doch, das war auch in der Serie so. Genau, aber dann haben sie halt anscheinend das so halt, weil die sich halt so gut kennen und so einfach so eine gute, die haben einfach so eine gute Kommunikation. Naja, gut, okay, ein bisschen auch nicht, hat man diese Folge auch gesehen, dass Corlys einfach auch gegangen. Aber die sind das halt einfach so überkommen und man sieht halt einfach, dass sie sich so vertrauen. Und das finde ich so schön bei den beiden. Und bei Alicent und Cole, ich weiß nicht, wir haben ja letztes Mal noch drüber geredet, dass, genau, dass es vielleicht nicht Liebe ist, aber dass sie halt schon ein bisschen was verbindet und dass es im Fall der zweiten Folge dann in dem Moment vielleicht auch Schuld war. Schuld an, also dem Mord an Jaehaerys, weil halt die beiden da nicht zwangsläufig vor Ort waren. Und ich weiß nicht, ich glaube, die verbinden halt ja schon genau so einige Sachen, die dann vielleicht aber nicht gerade Liebe sind, aber wo sie sich dann irgendwie in die andere Person reinfühlen können. Und kurz danach sehen wir auch nochmal da so ein, sag ich mal, so ein Callback auf die Situation, als Alicent mit ihrer Tochter redet und Helena so sagt so, ich verzeih dir. Und Alicent so, hä, was? Und dann so, ja, ich verzeih dir. Ah, ja, okay. Also aber es ist wichtig für sie. Ja, ja. Also sie hat nicht mehr damit gerechnet, ne, dass irgendjemand ihr verzeiht, weil die komplette zweite Folge hat sie versucht, sich zu entschuldigen und keiner wollte es hören. Ja, genau. Und deswegen hat sie es ja auch erst gar nicht so gecheckt, was Helena eigentlich von ihr will gerade. Und dann so, oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob sie es nicht gecheckt hat. Ich hatte das Gefühl, das ist zu viel. Also sie kann das noch nicht annehmen direkt. Ich habe das Gefühl. Also wir haben ja gesehen, dass dann sie sofort Tränen in den Augen hatte. Also es hat auf jeden Fall was bei ihr getriggert. Und es kam, glaube ich, auch deswegen so überraschend, weil Helena ja jetzt als so eine sehr verträumte Figur dargestellt wird, als eine Figur, die nicht so wirklich im Hier und Jetzt ist. Mhm. Und dass sie dann sowas Schlaues oder sowas Hellsichtiges sagt, so dass sie da halt diese Beziehung zwischen ihr und Cole halt durchschaut hat und auch eben, also geschnallt hat, dass ihre Mutter sich dann offensichtlich auch Vorwürfe macht. Mm. Ich glaube, auch deswegen hat sie das einfach überrascht, dass Helena sowas sagt. Ich finde, Helena ist einfach 1:1 Luna Lovegood von Harry Potter. Wirklich, exakt, stimmt. Die ist nämlich genauso. Die ist auch so komplett, ich bin in meiner eigenen Welt, aber ich habe so total klar, also ich habe eine total klare Beobachtungsgabe eigentlich, auch wenn man es von mir gar nicht erwarten würde. Und dann sagt, und vor allem sagt Luna Lovegood auch immer einfach so Sachen gerade heraus und Helena macht das auch immer. Die kommt dann rein und sagt so, ich vermisse Jaehaerys, ich weiß, vielleicht sollte ich es nicht mehr, aber ich tu's. Und dann haben sie halt das Gespräch. So. Aber auch die Harry Potter-Serie hat da jetzt gerade Showrunnerin bekommen und den ersten Regisseur bekommen. Ich weiß gar nicht, ob der Cast schon komplett fertig ist. Mm-mm. Aber vielleicht hat die Schauspielerin von Helena ja zwischen den Staffeln mal Zeit, so ein bisschen bei Harry Potter vorbeizugucken. Aber wahrscheinlich ist sie ein bisschen zu alt. Ja, mal sehen, wer da gekostet wird. Aber wie klar sie auch ist, wenn sie nochmal sagt, irgendwie, welche habe ich wirklich mehr Grund und habe ich eigentlich mehr
also nicht nur also darf ich eigentlich mehr trauern als das Smallfolk, wenn die halt, weil die verlieren ihre Kinder ständig und wer bin denn eigentlich ich, dass ich jetzt irgendwie mir das hier so rausnehme und ich kann das gar nicht. Es ist so klar einfach, sie sieht so Sachen, die andere aus ihrem Stand halt wirklich nicht sehen. Ja, das stimmt. Fand ich aus mir auch sie aufgefallen. Ist aber tatsächlich, also sie ist überraschend klar, denn um das mit der Buch-Helena mal zu vergleichen, die ist einfach an der Stelle in der Geschichte an einem ganz anderen Ort, mental, gedanklich und emotional. Ich bin gespannt, wie sie die Serien-Helena da noch hinbekommen. Denn ich glaube, da haben wir auch in der ersten Folge drüber geredet, dass über die Unterschiede zwischen Buch und Serie und diese Unterschiede, ich glaube, du warst es sogar auch, Laura, dass diese Unterschiede ja auch tatsächlich dann Auswirkungen auf Helena haben und wie das dann weiterkommt. Ja, naja, ich habe immer den Eindruck, dass die Serie viele Sachen, die im Buch passiert sind, aus dem Grund dann zwar, also sie nehmen die Aktionen auf, aber sie nehmen dann die konkreten Verhaltensweisen nicht auf. Und das finde ich halt so interessant, weil wir natürlich auch, der ganze Aspekt des Buches ist ja, dass es eine Zeugenbeschreibung ist. Und wir wissen aber auch von wem, nämlich von Leuten, die gar nicht in diesen Gemächern drinstehen, ne? Also das sind gar nicht die Leute, die gucken von außen da drauf und die interpretieren und die und es sind ja Männer, die das dann irgendwie zum großen Teil irgendwie oder fast nur irgendwie schreiben. Und dementsprechend haben die natürlich einen sehr männlichen Blick auf die Ereignisse. Und ich finde es so interessant, weil die Serie sich unglaublich viel Raum dafür nimmt, eben zu sagen, okay, das kann aber im Kleinen, kann das auch ganz anders gelaufen sein. Und eine Helena, die wirkt nach außen hin vielleicht total verrückt. Und wir sind aber mit ihr in einem Zimmer und wir sehen ja genau irgendwie, oh, warte mal, die hat eine unglaubliche Weisheit irgendwie auch in sich. Und das ist ja auch, also ich meine, Egon reagiert ja genauso, ne? Egon sagt ja, die Frau ist verrückt und geht dann halt irgendwie aus dem Zimmer raus so. Und das ist halt genau diese sehr einseitige Betrachtung von Helena und die Serie nimmt sich den Raum irgendwie. Und das finde ich total cool, weil man da irgendwie auch nochmal so eine andere Ebene dann einfach irgendwie einbaut, irgendwie auch im Vergleich dann zum Buch. Ja, das hat die aber Serie natürlich schon öfter gemacht, dass eben Figuren, die in der Buchvorlage eher eindimensional sind, also vor allem sehr, sehr böse, werden hier mehrdimensional gezeigt und auch nachvollziehbar gezeigt. Zum Beispiel auch in der nächsten Szene, über die ich reden wollte, nämlich die Szene in der Taverne, denn hier wird eine Figur nochmal genauer vorgestellt, wie die wir schon in der Szene mit den aufgeknüpften Rattenfängern gesehen haben, nämlich Ulf. Was für ein Name. Ulf, the Dragon Seed, also der uneheliche Bruder von Viserys, auch wenn er nicht ganz so aussieht, wie von seinen Kumpanen gesagt wird. Ist, ein sehr, auch hier das, was ich vorhin gemeint habe, diese Folge, die wirkte irgendwie sehr unterhaltsam, die wirkte sehr witzig, denn auch das war sehr unterhaltsam, dass er sagt, ach, ich hatte so einen schlechten Tag und ich will eigentlich gar nicht reden. Aber gib mir mal ein Bier und dann quatsche ich schon mit euch. Ja, und vor allem, als dann Egon reinkam irgendwann, der hatte gerade so seine total beeindruckende Geschichte ausgebreitet und alle so, wow, was, du bist ja wirklich vielleicht der Bruder von Viserys? Und dann kommt so Egon rein und die Aufmerksamkeit von allen ist sofort auf dem König und dann gab es so einen Shot auf halt ihn, wo er so ein bisschen enttäuscht war, dass jetzt da sein Moment of Ruhm irgendwie vorbei ist. Er hat gerade was gesagt, wenn Egon das gehört hätte, wäre er tot gewesen. Ich dachte, also voll in die Stille hat er ja gesagt, Jaehaerys Targaryen, der wahre Erbe des Königs. Und ich dachte auch, ehrlich gesagt, dass was passiert, aber Egon war einfach zu drunk. Viserys, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Er hat natürlich genau das Falsche gesagt, er hat das gesagt, was man in der Gegenwart von König Aegon eventuell nicht sagen sollte. Genau, und deswegen habe ich auch seinen Blick gar nicht so interpretiert im Sinne von, oh, ich kann meine tolle Geschichte nicht zu Ende erzählen, sondern der hatte Angst. Ja, der hatte wirklich hab ich Angst. Auch so gesehen, ja. Der hatte Angst, dass er das noch gehört hat. Ja, okay. Deshalb hat er sich so beeilt, dann zu sagen, oh, Lady King, das ist der Vaterkönig. Ja, okay, fair. Ich finde aber, das gehört auch zu einer von ein paar Situationen in der Folge, wo ich dachte, ich glaube, bei Game of Thrones, da hätte es Krach gegeben. Also einmal da und reden wir später noch drüber, ganz, ganz am Ende. Da hätte ich auch, also ich glaube, da hätte man dann eine andere Entscheidung getroffen, wie man das inszeniert. Ich weiß nicht, wie es euch irgendwie geht mit diesen ganzen Szenen, aber ich habe das bei Marco im Podcast auch schon gesagt. Ich habe manchmal echt
mir fehlt da manchmal noch so eine Tiefe, weil das noch so Behauptungen sind, die dann da irgendwie, also sind so, ich weiß auch nicht, ich finde diese Szenen einfach nicht so stark. Diese ganzen Szenen, die so auf nichts basieren, was halt, also was ja jetzt eben noch zusätzlich eben sich ausgedacht wird irgendwo, und was ja erstmal mit dem Drachentanz nicht so viel zu tun hat. Und man braucht über diese Charaktere und so weiter, das verstehe ich schon alles. Und ich finde, die sind aber alle noch nicht so stark geschrieben, weil es, ich meine, gut, in der Serie grundsätzlich halt sehr, sehr wenig Subtext gibt, aber es ist auch so simpel. Diese Sachen, über die sie da sprechen, sind immer so simpel. Ich finde das jetzt mit Ulf ist sogar noch ein bisschen besser als so die anderen Szenen, wo wir haben gar kein Essen mehr. Ja, krass. Ja, das liegt daran, dass da Schiffe im Hafen liegen und wir blockiert werden. Also es ist irgendwie so, es sind so Fakten und Expositionen, die da irgendwie oft in diese Szenen irgendwie noch irgendwie reingetroppt werden. Und das tut den Charakteren halt nicht gut. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Ich finde halt vor allem bei den Szenen, manchmal gibt es nicht so einen auflösenden Moment. Es wird immer so einem hingeworfen und dann sagen diese Leute irgendwas, aber es passiert dann irgendwie nichts, also noch nichts in letzter Konsequenz in dieser bestimmten Szene, weil es eben halt so ein Foreshadowing ist, auf dass wegen dieser Szene irgendwann was passiert. Aber in dieser einzelnen Szene an sich gibt es dann immer keine so eine, weiß ich nicht, keine Auflösung halt so. Kein Konflikt, genau. Weil es in diesen Szenen eben, weil es einfach nur Szenen sind, die sind dazu da, um Figuren zu zeigen und Figuren irgendwie mehr Leben zu geben. Aber in den anderen Szenen, die auch irgendwie eine eventuelle Buchvorlage haben, da haben diese Szenen auch irgendwie ein Ziel und einen Konflikt. Und der Konflikt wird dann in der Szene eben aufgelöst oder irgendwie weitergeführt. Und deswegen ist das, was du meintest, so mit diesen, die hören dann einfach auf, während die Szenen, die einen Konflikt haben, der wird dann eben auch gelöst oder weitergeführt. Und deswegen führen diese Szenen dann auch so zu einem organischen Ende. Naja, während hier, das haben wir. Need, ne? Also die wissen, also die Charaktere in der Szene kommen gar nicht in die Szene rein und wollen irgendwie irgendwas, ne? Weil nur wenn jemand in eine Szene reingeht und was will, kann ja überhaupt auch ein Konflikt entstehen. Die sind halt einfach, die sind in dem Status. Indem sie in der Szene irgendwie anfangen, sind sie am Ende eben auch. Und es ist halt wirklich einfach nur Exposition. Es ist wie der Satz irgendwie ein altes Haus steht irgendwie am Rande des Waldes und die Sonne prallt aufs Dach. Also das ist der Kontext von dieser Szene dann meistens. Und das ist irgendwie so, also es ist irgendwie ein bisschen verschwendete Zeit. Und das macht, also es macht mich immer irgendwie so ein bisschen unruhig dann, weil ich dann halt so denke, ja, okay, wenn du mir jetzt noch mehr von diesen Szenen gibst, dann werde ich aber ein bisschen ungehalten. Gib mir mal mehr wieder Kontext, gib mir mehr Action, gib mir mehr irgendwas. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass die Serie, also ihr wisst ja irgendwie, ich bin ja großer Fan von Nachleseszenen. Diese Serie gibt mir sehr viele, sehr schöne Nachleseszenen und damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem. Also auch wenn dann irgendwie ein Aegon nochmal sich selbst irgendwie in der Rüstung im Spiegel betrachtet, das, ich finde, das ist so ein toller Moment einfach. Oder auch in der Folge 2 irgendwie, wenn Rhaenyra dann irgendwie in den Staub starrt, irgendwie, der irgendwie im Licht fliert. Das ist einfach, es sind so starke Momente. Und wenn man das macht und diese Momente der Stille hat zwischen den Konfliktszenen, dann hat man doch das Talent, die Szenen ein bisschen besser zu schreiben. Und das verstehe ich nicht. Ja, weil da ist es nämlich ja auch, da hat es dann ja auch eine Verbindung zu was davor passiert ist. Und ich finde zum Beispiel jetzt bei der Bar-Szene, wenn die es genauso gemacht hätten, aber am Ende, keine Ahnung, Aegon es eben doch gehört hätte und weiß ich nicht, zu ihm hingegangen wäre und ihn so mit der Hand irgendwie gegen die Wand gepresst hätte und so, was sagst du da, bla? Und dann, keine Ahnung, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Konflikt, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht, also halt so ich wollte nur ein Beispiel für eine Action geben quasi, die hätte passieren können. Also das wäre jetzt vielleicht keine gute Szene gewesen, weil dann hätte, wie Fabian ja eben meinte, eigentlich hätte man ihn umbringen müssen, dann wäre er tot gewesen, was für den Charakter vielleicht nicht so optimal gewesen wäre für einen weiteren Verlauf der Serie. Naja, oder von den Typen, denen er das gerade erzählt hat, die müssen auch irgendeine Reaktion jetzt darauf haben. Aber die haben auch gar keine Reaktion. Da guckt keiner nochmal. Die größte Reaktion darauf war, hey, es gibt was umsonst zu trinken. Ja, ja, genau. Und das war die einzige Reaktion. Das war einfach, und das war eine Reaktion auf den Dialogsatz. Aber wieder keine Subtilität, ne? Kein ich gucke jetzt nochmal zu dem rüber, weil, puh, das war knapp, Junge. Ja, aber vielleicht eine kleine subtile Sache, die euch bestimmt aufgefallen ist. Wir sehen hier Diana
als Junkmite. Ja. Also die Figur, die in der ersten Staffel gezeigt wurde, das ist die, die Aegon vergewaltigt hat. Und ja, wir sehen jetzt, dass sie hier eben in der Taverne arbeitet. Und ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ja, also eine Niederstufung für sie ist. Sie hat vorher im, in der Red Keep gearbeitet und jetzt arbeitet sie hier mit dem gemeinen Volk zusammen. Also schon auch in der Karriereleiter hat sie da einige Sprossen, ist sie da einige Sprossen zurückgestoßen worden. Naja, und sie wird wieder Übergriffen ausgesetzt. Das erzählt die Szene ja auch. Und nicht nur von irgendwelchen random Leuten, sondern sie muss dann ja auch noch Aegon bedienen. Später, der sie, glaube ich, auch gar nicht, also ich glaube, der ist einfach so in seiner, in seiner Szene drin. Der checkt die gar nicht. Das ist so eine Ameise in seinem Bewusstsein. Ja. So, sehr traurig. Mhm. Aber wo wir jetzt gerade über Szenen geredet haben, die keine Buchvorlage haben und die sich so ein bisschen seltsam anfühlen, jetzt kommen wir zum Finale der Szene und ich könnte mir vorstellen, dass es über diese Szene auch einige Diskussionen dann gibt, ob jetzt diese Szene gut war oder nicht, denn Rhaenyra liest Alicents Botschaft, nimmt sich den Rat von Rhaenys zu Herzen und tut etwas, das sie in der Buchvorlage nicht tut. Sie schmuggelt sich nämlich nach King's Landing und trifft auf Alicent in der großen Septe. Na, weil die das dann nicht wussten. Die wussten es nicht. Was? Die hat das so gut geheim gehalten, dass die sich getroffen haben. Deshalb wussten die das nicht. Und deshalb keiner hat das mitbekommen. Ja, richtig, richtig schlau war das. Ja. Und die beiden reden dann eben, also nochmal, ich habe ja jetzt schon zum dritten Mal gesagt, dass ich die Folge sehr unterhaltsam fand. Aber einfach, wie, dass sie das Messer zieht und so dieses, ich will dich davon überzeugen, dass du, dass wir den Krieg sein lassen. Aber vorher bedrohe ich dich nochmal mit dem Tode. So und so. Aber nee, sie das auch reflektiert und dann sofort und sagt, ich habe echt falsch angefangen jetzt. bin there. Ich habe noch nie jemanden mit dem Tod bedroht zu beginnen, aber ich hab auch schon mal Diskussionen oder Sachen dumm angefangen, wo ich so, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das konnte ich sehr fühlen, muss ich sagen. Ich finde, das war so Interview-Energy von Olivia und Emma irgendwie. Ich finde so ein bisschen, wie Emma da oder wie Rhaenyra da geredet hat, war, wie Emma manchmal in Interviews ist. Ja, aber ich finde, da hast du die Chemie zwischen den beiden so krass gemerkt. Genau, ja, total. Und also für mich ist das eine meiner Lieblingsszenen jetzt schon von der zweiten Staffel. Mhm. Oh, interessant. Weil ich bin nämlich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich gucke das jetzt auf einer Story-Ebene, betrachte ich das jetzt. Weil auf der einen Seite haben wir eben, dass die Szene tatsächlich vorbereitet wird. Also wir haben Alicent ja schon dort in der großen Septe gesehen. Wir haben sie auch mit anderen Nonnen zusammen gesehen. Die sind immer mal wieder durchs Bild gelaufen. Also das wirkt nachvollziehbar, dass das passieren könnte. Aber für mich hat jetzt diese Szene auf den ersten Blick keine Auswirkungen, denn Riesen Auswirkung auf die Beziehung zwischen den beiden. Auf die Beziehung zwischen den beiden. Ja. Aber ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, so was hat Rhaenyra gedacht, was passieren wird? Also die ganze Zeit ist es schon so, da haben wir auch in der vorherigen Folge drüber geredet, dass das große Versprechen war, die erste Staffel war so das Präludium und jetzt in der zweiten Staffel, jetzt bricht der Krieg aus. Aber bisher in der dritten Folge ist es immer noch so teilweise so ein Pacing mit angezogener Handbremse. Und jetzt wird wieder alles dafür getan, um den Krieg, also das, was wir ja wissen, das kommt. Ja, also müssen wir uns nichts vormachen, das wissen wir ja, dass das kommt. Es wird wieder alles daran gelegt, das zu verhindern. Und es fühlt sich für mich ein bisschen erzwungen an. Findest du? Ich fand, okay, also, okay, Gründe, warum die Szene toll war. Okay. Ich finde, es gab was dringend zwischen den beiden besprochen werden musste. Und das war diese ganze Geschichte, dass Alicent einfach behauptet, dass Viserys Aegon als Thronnachfolger ernannt hat. Obwohl Rhaenyra ihn doch wirklich Stunden davor noch gesehen hat und er noch vor allen anderen gesagt hat, nee, Rhaenyra ist meine Thronfolgerin. Also was ist in diesen Stunden danach passiert, dass sich seine Meinung da so krass geändert hat? Das ist Rhaenyras Perspektive darauf. Alicent denkt ja wirklich, dass das, was sie gehört hat, dass das stimmt. Ne? Also Otto und so weiter, die sind ja alle so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber okay, wenn du das glaubst, dann glaub das mal weiter, weil das ist für unsere Sache nicht falsch. Und das
erzeugt ja eine Spannung zwischen diesen beiden, auch wenn die sich nicht miteinander, also auch wenn die sich nicht sehen, ist ja diese Spannung die ganze Zeit zwischen diesen zwei Frauen. Und es geht am Ende des Tages, ist die ganze Serie geht um diese zwei Frauen, ne? Das ist der Grund, warum die auch immer gegeneinander gestellt werden. Und das musste geklärt werden. Das musste geklärt werden, damit sie überhaupt jetzt auch weitermachen können. Rhaenyra muss von Alicent einmal gehört haben, warum sagt sie denn sowas? Lügt sie wirklich? Ist sie jetzt von Rhaenyra, du kannst eine gute Königin werden, innerhalb von 24 Stunden zu der krassen Lügnerin geworden? Und das ist ja, also da geht es um Freundschaft, da geht es um Vertrauen und da geht es aber auch darum, irgendwie nochmal abzuwägen, okay, gegen wen kämpfe ich denn jetzt hier eigentlich? Und deshalb finde ich, ist es eine total wichtige Szene. Ohne diese Szene könnte Rhaenyra nicht weitermachen. Und gleichzeitig finde ich es auch total interessant, weil das ist natürlich auch eine Szene, in der Alicent ein Bein gestellt wird. Weil die ganze, also obwohl sie so lost ist, weil sie nämlich natürlich insgeheim eigentlich auch schon so ein bisschen ahnt, also ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt irgendwie für immer so durchdrücken kann, dass er wirklich, weil er nicht wortwörtlich gesagt hat, ich will, dass Aegon mein Nachfolger wird, macht es natürlich auch total was mit ihr jetzt. Und es wirft natürlich einen riesen Zweifel nochmal da drauf. Und ich finde die Art und Weise, wie diese Szene geschrieben ist, wie die da irgendwie durch die verschiedenen, also es, die gehen ja durch 6 verschiedene Punkte durch. Die gehen durch 6 verschiedene Stati durch. Und wo wir gerade gesagt haben, die Charaktere gehen in die anderen Szenen rein mit dem gleichen Status, in dem sie auch wieder rausgehen. Die beiden nicht. Da wird wahnsinnig viel verhandelt und die gehen durch 6 verschiedene Stufen durch. Und das finde ich so smart geschrieben und das finde ich so stark und ich bin ein großer Fan. Und wir können auch über die 6 Stufen gehen, wenn ihr wollt, aber ich will ja erst mal wissen, was Lisa denkt. Ich glaube, was vielleicht auch Fabian meint oder was auch ganz viele andere Leute so bemängeln werden oder sich fragen werden, ist halt, also ich glaube, es gibt halt 2 Ebenen von der Szene und zwar einmal, was ich mich jetzt auch, sage ich mal, so rein logistisch fragen würde, also wirklich dieses, was hat Rhaenyra erwartet, wenn sie da hingeht in Bezug auf den Krieg und in Bezug auf, keine Ahnung, das Verhindern des Ausbrechens von einem Krieg, weil Rhaenyra ist ja eigentlich schlau genug. Rhaenyra weiß ja, also oder Rhaenyra wird ja wohl wissen, wahrscheinlich, die hat ja auch ihre Späherinnen und so, weil ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich weiß sie auch, dass, ja, muss ja wissen, dass Otto nicht mehr die Hand ist. Und sie kann sich auch denken, einfach, also erstmal, weil sie alles dann kennt, weil sie den Hof kennt und aber auch, weil sie eben weiß, wie es ist, eine Frau in Westeros zu sein oder ja, in der Regierung zu sein, dass Alicent da wahrscheinlich schon einen Einfluss hat, aber auch sehr begrenzte, sehr, sehr begrenzte Mittel irgendwie, um da wirklich so einen kompletten Krieg zu verhindern. Also ich finde, auf der Ebene kann man schon sagen, also rein wie Rhaenyra sonst ist, dass sie eigentlich schon intelligent ist, ergibt es keinen Sinn, dass sie da jetzt denkt, dass sie da quasi am Verlauf des Krieges großartig was verändern kann. Oder vielleicht denkt sie, kann einen kleinen Impuls geben, aber ich glaube nicht, dass sie denkt, dass sie da was Großes verändern kann. Aber ich glaube, was halt Laura sagt, also ich glaube schon, dass Rhaenyra eher aus der Hinsicht hingeht, dass sie einfach mit Alicent reden will. Also dass sie ja intern was klären muss. Und ich glaube, es gibt diese Ebene von intern und extern. Ja, aber für mich clasht das halt auf einer Story-Ebene, weil es wirkt so ein bisschen wie 2 beste Freundinnen, die sich auf einer Party verkracht haben und jetzt am nächsten Tag mal bitte drüber reden müssen, was da eigentlich passiert ist, weil eigentlich sind wir doch Freundinnen. Aber es ist nun mal nicht eine Party, es ist hier nun mal Bürgerkrieg und du kannst dich als Königin doch nicht einfach bei King's Landing einschmuggeln, nur um deinen Party-Zwist zu klären. Aber also, was ist das denn anderes, als dass sich Leute verkracht haben auf einer Party? Weil, ich meine, guck mal, das, was bisher passiert, nee, jetzt ernsthaft. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja nicht so. Also, und deshalb, das sagt ja Rhaenys auch in der Folge, ne? Was ist denn jetzt der Anfang von diesem Krieg? Da gibt es so viele Deutungen, was der Anfang hätte sein können. Es könnte auch sein, dass der Anfang gewesen ist, irgendwie als Aemon sein Auge verloren hat. Mhm. Ne? Also das, und das ist ja genau das, was die Serie eben so smart erzählt, dass es halt nicht diesen einen Auslöser gibt, wo man dann sagt, jetzt hat diese Person ein Claim darauf, dass sie Recht hat. Keiner von denen hat Recht, keiner von denen hat Unrecht. Die haben alle in sich ihre eigenen Begründungen, warum sie so agieren, wie sie agieren. Und ich finde schon, dass es eine Chance geben könnte in diesem ganzen Konstrukt. Und wir wissen natürlich, okay, nein, die Chance gibt es nicht, weil es ist der Tanz der Drachen und wir wissen, es passiert. Und ich glaube, das führt bei uns auch dazu, warum wir so denken, oh, warum macht die das denn jetzt?
Weil wenn wir das nicht wüssten, dass die sowieso nichts aufhalten kann, dann könnte man schon damit spielen und zu sagen, natürlich haben die beiden die Macht, auch nochmal was aufzuhalten. Weil jeder von diesen anderen Oshis hatte auch die Macht, das zu eskalieren jetzt in den letzten Folgen. Und natürlich haben dann, wenn eine Rhaenyra und eine Alicent sich beide in den Councils hinstellen und sagen, stopp, wir machen jetzt eine Verhandlung. Wir gehen jetzt an einen Tisch und wir verhandeln das jetzt. Und ihr hört jetzt sofort, wir stellen alle Kriegshandlungen sofort ein. Und sie holen die richtigen Leute an Bord. Da gibt es eine Chance drauf. Nur weil wir wissen, dass das nicht passieren wird, fühlt sich das halt so, okay, was macht sie denn jetzt? Aber ich glaube, also Rhaenyra könnte es schon machen. Alicent weiß ich nicht. Weil wir haben ja, du hast ja eben schon gesagt, dass Aegon immer mehr aus ihrer Hand quasi rausgetrieben wird. Und das weiß aber Rhaenyra nicht. Das weiß aber Rhaenyra nicht. Aber Rhaenyra weiß, dass, also das ist ja das, was Rhaenys gesagt hat, hotter blood has prevailed. Also ja, dass wahrscheinlich irgendwas passiert sein muss in King's Landing, denn Otto hätte diesen Anschlag niemals genehmigt. Also gehen sie ja auch davon aus, dass Otto nicht mehr die Hand ist. Genau, aber was Rhaenyra weiß, ist, dass Alicent einen riesen Einfluss auf ihre Kinder hat. Dass davon, von diesem Informationsstand geht sie aus. Sie kann nicht wissen, dass Aegon mittlerweile nicht mehr auf Alicent hört. Vielleicht. Aber ich finde, so oder vielleicht, so finde ich, es ergibt Sinn, dass die Szene drin ist, weil wir eben im Vergleich zum Buch, und ich weiß, ja, natürlich hängt super viel an dem Buch dran, aber dieser, wie wir schon öfter erwähnt haben, der größte Punkt an der Serienumsetzung ist ja eben dieser Fokus auf Rhaenyra und Alicent, und das, die sind ja so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich der gesamten Serie. Und ich finde, da gibt es schon Sinn, da so eine Szene reinzubauen, bevor dann alles, ja, bevor der Tanz der Drachen dann wirklich losgeht. Ich finde, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass eine Party eigentlich eine sehr witzige Analogie ist dafür, weil es der Tanz der Drachen ist und eine Party ja auch ein Tanz ist irgendwie. Aber es ist einfach keine gute Party. Ja. Keine. Aber ich meine, also, losgeht, ja. Also was ich halt nochmal, meinte, was halt eben in dieser Szene dann nochmal aufgedröselt wird, sind halt eben genau diese ganzen Sachen, die halt eben zwischen den beiden stehen. Ne? Das ist erstmal so, nachdem sie dann etabliert haben, okay, das war jetzt nicht der beste Einstieg in diese Konversation, ja, wird erstmal nochmal verhandelt irgendwie hier. Du hast irgendwie aber nichts gesagt, irgendwie, als jetzt mein Enkel irgendwie getötet worden ist. Und dann, wo Rhaenyra ja auch nochmal bestätigen kann, was Alicent eh schon wusste. Alicent hat eigentlich eh schon gesagt, es fühlt sich nicht so an, als würde Rhaenyra jetzt irgendjemanden ins Schloss schicken, dass halt irgendwie ein Kind getötet wird. Und Rhaenyra bestätigt das. Sofort rücken die beiden näher zusammen. Dann, ja gut, aber du hast irgendwie meinen Sohn irgendwie ermorden lassen, oder der wurde ermordet und du hast nichts getan. Und wo Alicent dann eben auch nochmal, was wir in der ersten Folge ja gesehen haben, dass sie auch für Lucerys eine Kerze entzündet, dass sie sagt, ey, aber das tat mir wahnsinnig leid. Also diese Sachen müssen zwischen diesen beiden Frauen irgendwo auch aufbearbeitet werden, weil das steht natürlich total zwischen denen. Und dann gehen sie ja richtig tief rein, und Rhaenyra kommt eben raus und sagt, du hast gelogen. Du bist einfach rausgegangen und hast gesagt, mein Vater, der mich geliebt hat, der auch dich geliebt hat, hat auf einmal innerhalb von 2 Stunden entschieden, dass das, was er 15 Jahre lang gesagt hat, nicht mehr steht. Du hast gelogen. Und dann checkt sie erst, Alicent glaubt es wirklich. Und dann dieser Moment, wo sie sich so zoffen, und dann irgendwann Rhaenyra so, okay, sie glaubt es wirklich. Und dann ist Kurzstelle. Und dann fragt sie, okay, aber was hat er denn eigentlich gesagt? Und dann kommt wieder die nächste Schleife, ne, wo es dann darum geht, oh mein Gott, der hat über was ganz anderes gesprochen. Ich fand, du kannst es gar nicht verstehen, was er gesagt hat. Das war so ein krasser Moment, weil man hatte richtig gesehen, wie so Alicent realisiert, Rhaenyra realisiert, beide so, oh shit. Ja, total. Aber, und dann Alicent versteht das dann, und dann kommt wieder eine Schleife, wo Alicent dann aber eben genau das sagt, was Rhaenyra noch nicht wissen konnte zu dem Zeitpunkt: es ist zu spät. Ich kann das nicht mehr aufhalten. Da sind Sachen mittlerweile irgendwie in Handlung geraten, die sind, also Cole ist schon losgegangen, dieses alles. Ich kann das nicht mehr aufhalten, das ist zu spät. Du hättest vor 2 Wochen hier auftauchen müssen. Jetzt geht nichts mehr. Und man merkt halt auch da nochmal, wie schutzlos Alicent eigentlich ist in der Red Keep, und dass sie einfach komplett alleine ist. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr starke Szene gewesen. Also
wirklich. Naja, und vor allen Dingen der Blick, also es endet auf Rhaenyra wieder der Blick, also wie der gleiche, die gleiche Situation wie am Ende von der ersten Staffel. Close-up auf Rhaenyra, die jetzt versteht, okay, es gibt wirklich kein Zurück. Ich muss jetzt zurück zu meinem Council gehen und ich muss jetzt Krieg führen. Das ist so, es ist einfach so gut an dieser Serie. Das ist halt so vielschichtig gemacht und das ist halt so krass, wie wir einfach in diesen ganzen Momenten sehen, wie es alles jetzt quasi hier hingekommen ist. Das ist einfach wirklich auf so vielen kleinen Situationen und Missverständnissen basiert und dass nicht einfach jemand losgegangen ist und gesagt hat, so jetzt gibt's Krieg wegen dieser einen Sache. Es sind so viele kleine, komplexe Sachen, die da irgendwie drin sind. Und ich finde, es war irgendwie auch in der Szene nochmal so ein guter Abschluss, weil das ja eben in dieser Septe war, in diesem Kerzentisch, wo sie ja schon in der ersten Staffel irgendwie als Jugendliche saßen und dann eben aber quasi da noch Best Friends waren. Und da genau an diesem Tisch ist dann sozusagen, ja, so das eigentlich das Ende besiegelt worden, vermutlich. Ja. Naja, also wir haben ja jetzt gesehen, okay, Rhaenyra hat jetzt, wir enden eben genau auf diesem Gesicht wieder. Sie weiß jetzt, okay, jetzt geht's los, sie muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und jetzt wird's halt spannend, ne? Weil jetzt in der nächsten Folge, glaube ich persönlich, erwarten uns jetzt genau die Sachen vielleicht, die auf die ihr jetzt die ganze Zeit schon gehofft habt, nämlich ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Kämpfe, ein bisschen mehr Drachen. Mal schauen. Ich bin nicht bereit, Laura und Fabian. Ich bin nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Ich weine jetzt schon. Es fühlt sich wie ein Shift an. Ich glaube, jetzt geht's los. Ja, aber kann es mein Herz verkraften? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es diskutieren. Also wir haben ja schon in den Trailern, die auch jetzt nicht das, was jetzt immer nach der jeweiligen Folge veröffentlicht wird, sondern auch auf den Trailern, die schon zu Beginn der Staffel gezeigt wurden, da wurde ja schon das ein oder andere angedeutet. Und auch einen kleinen Hinweis gibt es schon seit Wochen auf IMDb, denn normalerweise werden ja die Folgen immer nur so Schritt für Schritt enthüllt, die Folgentitel. Aber den Folgentitel der vierten Folge, den wissen wir schon seit längerem. Und die Folge heißt auf Englisch A Dance of Dragons. Und das sagt ja sehr viel aus. Und dann können wir uns ja schon alle denken, was wir dann in der vierten Folge zu sehen bekommen. Bestimmt nichts mit Drachen. Nein. Stimmt nichts. Es wird wahrscheinlich irgendein Puppenspiel aufgeführt. Ja, es wird ein Ball. Und niemand wird sterben und nichts wird passieren. Und es wird ein Dance-Off. Aber dann kann ich wieder neue Drachengeräusche lernen. Das ist doch gut. Ja, das stimmt. Genau. Ja, würde ich sagen, dann war's das für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank für eure netten Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.